hat ja geklappt, ne? Da musste ich nämlich schon wieder nach 13 Jahren anrufen, so, komm jetzt mal. Nein, jetzt deine 12 Minuten, das war, glaube ich, ein guter Einstand. Okay. Und ich denke, die Zeit geht los. Ja, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier heute bei dieser super coolen Veranstaltung reden darf. Und ich möchte mich vor allem echt mal bei eurem ganzen Team 12 Minutes bedanken, dass ihr so eine Veranstaltung hier in Rostock ermöglicht. Ich finde, da haben die erstmal einen Applaus verdient. Wirklich, das finde ich, da ist man richtig ein bisschen stolz auf seine Stadt. Ich bin ja hier nicht geboren, aber mein Papa ist gebürtiger Rostocker und meine drei Kinder sind in dem gleichen Krankenhaus geboren wie mein Vater und insofern fühle ich mich auch so ein bisschen Rostocker. Oh, da läuft die Uhr, okay. Ich habe vorab mal eine Frage, aber ganz ehrlich mal bitte. Wer war in den letzten 6 Monaten bei Karls in Rübershagen? Mitarbeiter ausgeschlossen bitte, da vorne, die... 6 Monate, ja, okay. Also ich finde, dass da deutlich zu erkennen ist, dass da ein Problem liegt, weil wir schon das Gefühl haben bei Karls, also wir werden ja von außen, auch wenn ich hier heute so angequatscht werde, immer als ziemlich erfolgreiches Unternehmen wahrgenommen, die irgendwie auch viel richtig machen. Wir selber sind da etwas kritischer mit uns und denken, dass wir dann noch ganz viel Arbeit vor uns haben. Und mein erstes Thema heißt ja, ich habe die 12 Minuten, möchte ich versuchen, in 2 Teile aufzuteilen, Storytelling. Und der Rest hieß dann, und warum Karls jetzt wieder ein Startup ist. Aber fangen wir mit dem Storytelling an, denn uns reicht das eigentlich nicht. Also ich fand jetzt gut die Quote, ich habe mit weniger noch gerechnet, aber so insgesamt laut Umfragen ist es so, dass wir... dass wir gerade im Raum Rostock wirklich wir finden zu wenig Leute begeistern und wir das Gefühl haben, dass viele von den Rostockern Karls nicht mehr so gut kennen. Und das geht uns an anderen Standorten, wir haben ja inzwischen 5 Standorte genauso. Und wir glauben auch inzwischen ein kleines Rezept dagegen gefunden zu haben, und zwar Storytelling. Das machen wir, also wir wissen schon, wie wir es machen wollen. Wir üben auch gerade ganz kräftig und wollen, warte, jetzt will ich mich mal nicht verhaspeln, ich habe es mir eigentlich alles aufgeschrieben, aber ich rede jetzt mal so weiter. Storytelling an sich ist doch ein sensationell gutes Marketing-Tool, um Mund-zu-Mund-Propaganda, ist ja dieser altmodische Begriff für Empfehlungsmarketing, zu befördern. Das ist die günstigste Form von Marketing, das ist die authentischste Form von Marketing und ich denke auch die effektivste, weil das, was uns Freunde erzählen, das glauben wir erstmal per se und versuchen das auch nachzumachen. Und ich gehe auf jeden Fall morgen einen Burger essen bei Liberty, weil ich bin überzeugt, das habe ich sofort beschlossen, weil ich gar nicht wusste, was da für eine coole Geschichte hintersteckt, was da für ein geiles Rindfleisch dahinter steckt und ein selbstgebackenes Brötchen. Das ist für mich schon Story genug, das muss ich jetzt sofort haben. Das werde ich auch jedem weitererzählen. Also der hat es auf jeden Fall heute hier richtig gemacht, der Jan. Ich glaube, der hat hier 150 neue Kunden, aber die meisten waren wahrscheinlich schon vor mir da. Ich war noch nie da. Aber ab jetzt bin ich Kunde. Also Storytelling, man sieht es daran, funktioniert. Und jetzt erkläre ich euch mal ein Beispiel, weil wir haben, wie gesagt, bei Karls eine Menge echt gute Geschichten zu erzählen, an denen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben. Ich hatte hier eben in dem kleinen Video ja von unseren 6 Adjektiven geredet, die wir seit ein paar Jahren verfolgen. Authentisch ist zum Beispiel eins davon. Und jetzt erzähle ich euch mal was. Ich war heute Mittag Pommes essen bei Karls. Das ist ja so langweilig. Also würde das irgendjemand wirklich so weitererzählen, seinen Freunden? Nee, bestimmt nicht. Weil das ist, ich schäme mich eher noch dafür, weil das ist ja total fettig und ungesund. Aber jetzt mal die Geschichte anders. Ich war heute Mittag bei Karls. Wusstet ihr eigentlich, dass die Pommes dort per Hand schnitzen aus einer alten Mecklenburger Kartoffelsorte, die kurz vorm Ausrotten war? Danach werden die bei ganz niedrigen Temperaturen schonend in Rapsöl frittiert und hinterher mit in der Sonne getrocknetem Ostseesalz gewürzt. Wow, ist das lecker! Das ist doch alleine schon mal eine echte Story. Und davon gibt es bei Karls so viele. Und ich nenne jetzt noch zum Beispiel mal ein weiteres Beispiel.
Ja, wir haben eine Tasse Kaffee getrunken. Nee, das erzähle ich auch nicht weiter, weil das mache ich ja jeden Tag 20 Mal. Also das brauche ich nicht zu erzählen. Aber wir waren von Karls in Guatemala am Atitlansee, haben da 6 Bauern kennengelernt, die auf einem Vulkanhügel Kaffee anbauen auf 2000 Meter Höhe. Den kaufen wir den Kaffee ab. Die kriegen jetzt das Doppelte an Kohle dafür, was sie vorher von einem Großhändler gekriegt haben. Dann verschiffen wir den nach Rostock und rösten den hier. Und zwar nicht schnell, sondern ganz langsam. Damit er auch richtig schön magenschonend und lecker ist. Und dann ist der gleiche Kaffee, der in der Tasse ist, mit diesem Wissen. Ich trinke die erste Tasse, schmecke nichts. Kipp ihn mir rein. Ich trinke die zweite Tasse und weiß, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Und jeder einzelne Schluck, der ist so lecker und der ist so gut. Und das ist die Kraft von Storytelling. Und das wollen wir bei Karls versuchen, in Zukunft besser zu machen. Wir sind dabei, so verschiedene Dinge auszuprobieren, weil am besten funktioniert das natürlich genauso, wie ich es jetzt gerade mache hier, live. Euch das erzählen. Pommes, lecker Pommes, selbstgemachte Pommes, die sind gut. Die Geschichte vom Kaffee, die stimmte im Übrigen. Die von den Pommes, an denen arbeiten wir noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber wir erzählen sie auch noch nicht. Aber wir frittieren immerhin schon in Rapsöl statt in Palmfett. Für Palmfett werden Regenwälder abgeholzt, wo Orang-Utans drin wohnen. Und wir frittieren das jetzt wirklich in Rapsöl. Ja, fast verplappert. In Rapsöl, was in Rostock produziert wird, muss man sich wirklich mal vorstellen. Ostseesalz produzieren wir auch inzwischen schon, aber noch nicht genug, sodass wir die Pommes damit noch nicht salzen. Und das mit dem Handgeschnitzen habe ich mir ausgedacht. Aber die, es ist zumindest eine schöne Story. Ne? Also wir finden, dass wir, oder der Tipp vielleicht, ich verstehe das hier eigentlich so, diese ganze Veranstaltung, ich war noch nie hier, aber so ein bisschen ist das für mich auch so ein Stück weit so eine Art Start-up-Veranstaltung, wo Leute sind, die irgendwie Lust haben, was Interessantes zu erfahren für ihre eigenen Visionen oder sowas. Und da wäre also mein Tipp, für jedes Unternehmen und für jedes einzelne Produkt muss eine echte, authentische Story her, eine echte, wahre Geschichte, weil nur dann wird das erfolgreich sein. Wir haben festgestellt bei Karls, wir verkaufen im Moment so 12.000, 13.000, 15.000 Artikel, wir wissen es eigentlich gar nicht ganz genau, haben noch nie so richtig gezählt, aber da sind auf jeden Fall die Artikel, die eine wirklich authentische, gute Geschichte haben. Das sind die, die Erfolg haben. Und wenn wir einen Artikel umwandeln, vorher haben wir Brot gebacken aus einer Backmischung, 28 Zutaten voller Chemie, Stabilisatoren und ich weiß nicht was. Dann haben wir vor 5 Jahren angefangen, echtes, richtig gutes Brot zu backen aus 4 Zutaten, Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Und was fehlt da noch? Ich bin ja eigentlich kein Bäcker. Dieses Brot, das verkaufen wir 10-mal so viel wie dieses vorher. Das sieht aber komischerweise genauso aus. Das unterscheidet sich nicht. Aber wir können jetzt eben diese authentische Geschichte erzählen. Also Geschichten erzählen ist eine gute Sache. Ich kann es nur jedem empfehlen. Oh weia. Ich gucke jetzt mal ganz schnell hier auf meinen Zettel. Das eine Thema, das habe ich jetzt eigentlich abgearbeitet. Ich wollte jetzt, das Storytelling habe ich abgearbeitet. Und jetzt hatten wir noch uns kürzlich so per WhatsApp-Chat mal so ganz schnell auf das Thema geeinigt, warum Karls jetzt wieder ein Startup ist. Jeder will eigentlich ein Startup sein. Mein Laden ist jetzt 25 Jahre alt. Mit 22 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Vor 25 Jahren. Und ich habe aber gerade auch in der Zeitung gelesen, dass selbst Dieter Zetsche von Mercedes-Benz letzte Woche in einem Interview gesagt hat, er will aus Mercedes-Benz wieder eine Startup-Garage machen. Also diese Sehnsucht, gerade bei den etwas etablierteren Unternehmen, und leider gehört Karls eigentlich irgendwie schon so ein bisschen zu so einem etablierteren Unternehmen, die Sehnsucht eigentlich neu und neugierig und frisch zu bleiben, die haben wir alle, also haben viele in sich und ich eben auch. Und wir haben uns überlegt, wie können wir es denn schaffen, so eine Start-up-Atmosphäre zumindest, also dieses Neugierige und Ungestüme und auch oft nicht ganz gut Überlegte zu bewahren. Das ist ja so schwer, das zu bewahren. Und wir haben aber 2 Rezepte gefunden. Aber bevor ich die nenne, habe ich hier ein ganz tolles Gedicht von Hermann Hesse. Das kenne ich leider nicht auswendig und ich kann es auch nicht ganz vorlesen, weil das viel zu lang ist. Aber Stufen, kennt ihr das? Ein Traum. Der ist 1860 geboren und der wusste auch schon, was Startup-Kultur bedeutet. Ich versuche es mal gut vorzulesen und betont.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Das finde ich schön. Also das ist eigentlich eine echte Start-up-Kultur. Immer wieder bereit sein zu Aufbruch und Reise und weitermachen. Nichts für manifestiert halten. Es ist alles nur irgendwo eine Zwischenlösung und es geht immer weiter. Und ich habe jetzt noch 2 Minuten. Jetzt sage ich euch mal ganz schnell, wie wir das schaffen wollen, neugierig und fit zu bleiben für die Zukunft. Erstens, wir haben 6 Millionen Kunden im Jahr. Karls hat 6 Millionen Besucher, verrückt, an allen Standorten. Und die wissen genau, was wir brauchen. Und deswegen haben wir schon seit einer ganz geraumen Zeit ein ganz einfaches Tool eingeführt, und zwar nennt sich das Bewerten und Gewinnen. Die Kunden, unsere Gäste, unsere Fans, wir sagen Fans zu unseren Kunden, bewerten uns online auf karls.de und senden uns Ideen, Kritiken und so weiter. Wir haben das ungefähr auf 10 Millionen Verpackungen im Jahr gedruckt, also eine Aufforderung dazu, uns zu bewerten. Und es kommen auch tatsächlich jeden Tag so zwischen 15 und 100 Bewertungen rein mit tollen Ideen. Und alle Spartenchefs und ich persönlich kriege auch jede Nacht um 1 Uhr pünktlich von Loopcom diese E-Mail automatisiert. Und morgen zum Frühstück ziehe ich mir diese alle rein. Und da sind natürlich auch manchmal harte Kritiken dabei, aber es sind eben auch tolle Ideen dabei und wir haben auch viele von denen schon umgesetzt. Kleinere Ideen, größere Ideen, und das soll uns dabei helfen, fit zu bleiben für die Zukunft und irgendwie so ein bisschen Start-up zu sein. Und jetzt gibt es noch, jetzt beeile ich mich mal ganz doll, in 3 Wochen rollen wir eine neue App aus, und zwar die Karlsianer-App. Alle Mitarbeiter können das auf ihr Smartphone runterladen. Gibt es 3 Rubriken. Erste Rubrik Ideenbörse. Kann man Fotos oder Videos posten. Die können dann von allen Mitarbeitern, also mit Text, die können dann von allen Mitarbeitern geliked werden, kommentiert werden, und daran wollen wir dann ablesen können, wie gut die Idee ist, wenn die besonders stark kommentiert oder geliked oder so weiter wird, und die dann weiterentwickeln. Zur Belohnung gibt es dann je nachdem Kinogutschein oder eine Reise nach New York, je nachdem, was die Idee so wert ist. Das überlegen wir uns später. Die anderen beiden Rubriken sind dann noch ein Kommentar von mir an die Mitarbeiter einmal im Monat, und jetzt lasse ich mir noch 2 Sekunden Zeit und es ist vorbei.